Nee, ich denke schon, dass Lee Sin zu mir passen kann, doch klar. Also wenn, also Leute, was, also das Ding ist, bei Lee Sin muss halt, durch den E-Buff ist der Clear Speed wahrscheinlich gar nicht mehr so bad inzwischen. So, wenn der Clear Speed gut ist, dann werde ich mit dem auch jungeln können, klar. Sollen wir E-Max Lee Sin gehen? Ich will mich da sehen. Welchen Skin gibt man denn? Muay Thai? Oh no, die Gegner haben Christ of Vladimir, es ist so doomed. Es ist ein Electrocute Kane, though. Hat man auch nie gesehen, ne? Kann es nicht mehr Sinn machen, E zu nehmen, weil das hat 2 Sekunden mehr Cooldown. Leute, bitte argumentiert nicht mit Sustain. Das ist Bullshit. Es geht um Clear Speed. Aber ich kann mir vorstellen, dass Clear Speed auch trotzdem besser ist. Aber ich mache mir jetzt einfach nur E, damit ihr alle getriggert seid. Und jetzt gehen wir Q. Alter, wieso mache ich die Raption so fucking schnell? Ich glaube, wenn ich Bosset anfange, kriege ich einen 3-15 Kleber, oder? Ah, ich wollte ihn okay lassen. Du magst jetzt eh, weil das Spell broken ist. Alter, wie broken ist Lee? Ich first time Lee Sin und steht 3-0 nach 5 Minuten. Gehen wir überhaupt Strikebreaker? Lordrinker, seid euch sicher. Also Strikebreaker muss doch zumindest okayisch sein. Ich spiele eine Runde mit Strikebreaker, guys. Cool. Okay, dann noch gelassen. Ist nicht so, sogar der E-Max wahrscheinlich gut für mich, weil ich einfach bad auf Lee bin. Ich bin ehrlich, es fühlt sich sehr gut an, so viel, also so viele E's zu haben, die dann auch so viel Schaden machen. Ne, du kannst dich gerade nicht ulten. Oh. Der Strikebreaker fühlt sich echt unangenehm an. Weil du nicht mehr, gar nicht mehr klarkommst, auf wohin du dashst. Das ist nicht nur Super End, das ist fucking Hyper End. Alter, Mann. Das macht so viel Spaß, what the fuck. Leute, ganz ehrlich, warum sollte man nicht E-Maxen? Das ist so broken. Ich glaube, der Q-Max ist einfach old story. Weil es den Cooldown nicht reduziert. Ja, aber scheiße drauf. Der Spell, Leute, der Spell macht sehr viel Base-Schaden. Und du hast ihn einfach die ganze Zeit ab. Das ist einfach der bessere Spell. Wenn du weißt, was ich meine. Und du triffst ihn immer. Das ist der große Unterschied. Das ist kein Skill-Spell. Aber er ist schon längst da, der Kane. Cooler Champ, auf jeden Fall. GG.
jetzt mal ehrlich. Charlie Heaton, Lee Sin, 1018. Was ist mit der Welt passiert? Ist es überhaupt noch Arin oder hat er nur einen Sinneswandel? Oder ist es gar eine Kulturrevolution? Fragen über Fragen. Die den Twitch-Chat schon zum zweiten Mal beschäftigen. Agurin auf Lee, wie kann das nur? Das war also, das war ja auch kein Low, also kein extremes Low-Elo-Game. Wir hatten zwei Challenger-Spieler. Kreis und die, den Eddie-Kilfen. Wenn Lane Lee Sin broken ist, weil er mit E einen guten Wave-Clear hat, dann ist E-Max im Jungle wahrscheinlich broken, weil du damit den schnellen Jungle-Clear hast. Ich bin auch kein Lieber. Okay, Diana war erstens gebannt von zwei Seiten und zweitens war es tatsächlich so, dass wir fast, also wir sind angenommen. Ich würde sagen, wir sind schon Heavy AP mit Katharina und Volibear macht ja auch ein bisschen. Wollte ich noch einen raushauen. Ja, die Wave reinpushen, die kann nicht überleben. Schöner Flash, I guess. Warum gehe ich da rein? Wir haben Gwen im Jungle. Also jetzt gerade bisher sieht das nicht schlecht aus. What the fuck? Vielleicht sollte ich sie auch mal probieren. Die klärt aber jetzt auch nicht so langsam. I can ult this. Ja, wichtig da ist, dass sie ihr den Jump baitet. Oh, die ist gerade gejumpt. Wie lange hat der Cooldown, der Jump? Bestimmt über 10 Sekunden, man merkt's ja nicht. Let's try it. Ja. 3. 3. Der hat noch keinen Jump. Muss flashen. Ich muss nicht flashen. Alter, nicht sein Ernst. Vielleicht euer Midlane ist gerade gestorben. Ihr dürft hier nicht sein. Das wissen die bloß nicht, ne? Hey Leute, wisst ihr, wo der Nocturne ist, den ihr vermisst? Oh yeah. Wait. Das ist cool, wir werden die 5 gegen 5 Fights verlieren. Aber ich meine, wir haben eine Karma. Aber Seraphine ist halt auch broken, no? Ich habe keine Vision. TP. Ja, ich meine, kann ich alles. Ach, ich hasse Alistar als Nocturne so sehr. Mein Gott, ey. Holt weg? Er ultet rein. Oh, natürlich ultet er rein. Also jetzt gerade diese blocken können, weil der Alistar nur weh geweht hat. Aber wenn er WQ drückt, kannst du es nicht blocken. Nee. Wir könnten folgendes machen. The fuck, was? Sind die von? Oh.
Und? Kriegen wir 29? Ne, wir kriegen nur 27. Leider nur 27 Punkte.